Ja, ich bin mal gespannt. Und damit haben wir die frühe Kompaktsportwagen-Serie abgeschlossen, kriegen 12.000 Credits Serienauszahlung. Und auf ihrer Reise durch geschichtsträchtige Feindschaften und neueste Technologie erwarten sie in jeder Liga Autos, Herausforderungen und Belohnungen. Die Bonusrennen können wir uns mal kurz angucken. Die können wir bei Zeiten noch fahren. Machen wir jetzt aber nicht. So, was wollten wir machen? Kompaktsportwagen. Serien-Rallye-Wagen. Frühe Hot Hatches. You can pretty much carbon date a chap, or for that matter, the right kind of girl, by their hot hatch of choice. Like a first pin-up, a first LP, look that up if you're under the age of 30, or a first crush. Hot hatches are part of the fabric of us. Me, you, Clarkson, even May. Because it was okay to dream about hot hatches long before you were ever old enough to think about actually owning one. And it was okay to do that because we all might, if we worked hard at school, actually one day be able to afford one. So where are you going to start? Where Hot Hatches did with the VW Golf GTI, or its slightly chubbier but faster offspring, the Mark II GTI 16 valve. Then again, maybe Volkswagens aren't your thing. So there are Honda Civic Type Rs or a Renault Clio V6. But remember what I said. You can tell a lot about someone by the hot hatch that he or she craves. Und damit, liebe Freunde, sage ich Hallo und herzlich willkommen zur frühen Kompaktsportwagen-Meisterschaft hier bei Forza Motorsport 5. So, wir haben hier einiges zur Auswahl. Leider kein Opel Corsa. Ich hatte einen Opel Corsa A früher, GTI. GSI, der ging auch richtig gut. Ich habe den auch heute noch, allerdings ist er gerade eingemottet. Und das hier, ein 84er Golf 1 GTI, das ist natürlich schon ein ganz schönes Brett. 156 kW, so viel hat er Serie nicht. Wird hochgepusht auf 499 Punkte. Und das ist ein Punkt am Spiel, der mich wirklich massiv stört. Corrado V6 ist auch ein sehr schönes Fahrzeug. Der kriegt dann ganze 200 kW. Ja, ich möchte auf jeden Fall einen VW fahren. Ich weiß noch nicht welchen. Ob wir einen R32 nehmen mit Allrad. Ich glaube, ich möchte mal wieder keinen Allrad fahren. Ich glaube, wir fahren mal einen GTI 16V Mark II. Ein Golf 2 GTI werde ich jetzt mal... Ja, komm, wir nehmen den mal her. Ich möchte den, wenn es geht, in einem schönen Silber oder Weiß. Oh ja, so. Oh, so gefällt er mir noch besser. Das Giftgrün. 47.000 Credits. Leute, ihr habt sie nicht mehr alle. Ah, er sieht ja schon steilig aus. Komm, scheiß drauf. Wir nehmen ihn halt. Ja, ich hatte zwischenzeitlich noch die Sportwagen-Challenge hier angefangen mit dem Audi RS4. Allerdings bin ich da ausgerastet und... Das ist Ihr 1992er VW Golf GTI 16V. Ja, und musste jetzt einfach mal was anderes sehen. Deswegen, was mir ein bisschen auf den Nerv geht, ist jedes Mal... wieder in die warmen Gefilde von Monterey County in Kalifornien. Zum Mazda Raceway Laguna Seca. Laguna Seca natürlich, sehr schön. Ja, was mich ein bisschen ankotzt, ist dieses automatische Tuning. Ich möchte den Wagen kaufen und er soll mir einfach wie in den alten Forza-Teilen sagen, hier, das ist eine 500er-Challenge, guck, dass du dein Fahrzeug auf 500 bringst oder fahr halt mit einem schlechteren Fahrzeug, wenn du willst. Das nervt mich wirklich, wirklich hart im Moment. Ansonsten liebe ich das Spiel, ich liebe die Fahrphysik, ich hasse die Dravatare. Die Dravatare sind scheiße auf plus 20%, das ist echt nicht schön. Es geht drei Strecken lang gut und auf der vierten Strecke fahren sie dir eine Scheiße um die Ohren, dass du nicht mehr... Du kannst wirklich nur noch Bullshit nennen, du kannst es nur noch Bullshit nennen. So, ich stelle sie natürlich wieder auf sehr erfahren. Und wir werden einfach mal schauen... Ja, die machen dann Dinger, wenn du zu dicht denen hinten am Arsch hängst, bremsen sie einfach aus heiterem Himmel auf der Geraden. Sie bremsen in der Kurve, die Fahrzeuge laufen in plötzlichem Schritttempo gefühlt um die Kurve. Nur ein bisschen aufpassen, wir haben kein Allrad mehr unterm Arsch. Oh ja, und der geht. Und das nervt mich ein bisschen, ich möchte... Wow. Ja, ja, ja. So, und dann 16 Fahrzeuge auf einem Track hier wie Laguna Seca in diesen
engen Abschnitten. Da hat es schon rechts geknallt. Da ist uns rechts schon wieder irgend so ein Drecksack auf der Ecke gefahren anscheinend. Es ist einfach zu viel, Leute. 8 tun es auch, wirklich. 8 Fahrzeuge sind mir auch genug. Oder 10. 12, aber keine 16. Es ist einfach zu viel. Ich kann natürlich nichts dran ändern. Ihr könnt nichts dran ändern. Turn 10 hat das so entschieden, dass man mit 16 Leuten auf diesen Strecken fahren soll. Und das Feld, ja, wenn man, also das Problem ist, mit 16 Leuten zu fahren, wenn man nur 2 Runden hat und man keine Zeit hat, 2, 3, 4 Runden hinterher zu eiern, um zu gucken, wo man irgendwo eine Gelegenheit sieht zum Überholen, dann, es muss halt alles schneller gehen. Wenn ich 30 Runden fahre oder 20 oder 10 Runden oder 5 wegen mir, dann habe ich einfach die Möglichkeit, auch mehr zu gucken. Aber es will ja keiner 20 Runden fahren. Die Leute wollen 2 Runden fahren und dann bitte gleich das nächste Rennen. Das ist ja auch okay. Aber... ach, schön, wie das Cockpit aussieht. Es ist übrigens tatsächlich... wow. Aber so wie jetzt hier, normal müsste ich jetzt irgendwie gucken, dass ich da vorbeikomme. Das hat geklappt. Es hat kaum einer den Corrado, ne? Oh, was ist da vorne? Schön. Einfach nur schön. Und diese Detailtreue. Wir hatten einen VW Jetta gehabt aus dem Baujahr. Das ist der mit dem Kofferraum, der Golf. Und ja, das Cockpit, das ist einfach, man fühlt sich wie zu Hause. Das ist der Hammer. Alter Schwede, komm doch mal hier hin. Gucken, dann, das meine ich jetzt hier. Wieso machen die sowas? Wieso fahren die dann plötzlich so langsam? Oder ey, hier vorne, was macht er denn da? Es ist mir einfach so ein bisschen suspekt. Ich versuche dann, weil sie, es heißt ja, sie fahren menschlich, aber das, was er hier macht, ist halt eine zweitklassige KI-Vorstellung abzuliefern. Und das nervt ein bisschen, aber ansonsten muss ich sagen, das Rennen läuft ja gerade ganz gut. Wir haben einen dritten Platz geholt bis jetzt. Und das ohne Fahrhilfen. Ich muss es immer mal wieder betonen, weil sonst kommt die Fraktion der Außenansicht alle Fahrhilfen mit Automatikfahrer und sagt wieder, ich kann kein Auto fahren. Ja. Und sowas, das reißt dann an einem, ja, das tut einem weh im tiefsten Innersten. So, jetzt hier Runde 2 von 3. Ey, du... und ich meine, wenn schwere Gegner bedeuten, dass man die Tür so vor der Nase zugeknallt bekommt. Oh, fuck, 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 fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, dann brauche ich es auch nicht so schwer. Weil das ist dann Bullshit. Dann sollen sie lieber fair fahren und... also eine Schwierigkeit in dem Spiel sollte sich nicht daraus definieren, wie sehr er dich einfach fistet, der Gegner, sondern halt wie gut er fährt. Er sollte also lieber selber gut fahren, als mich beim Gutfahren zu behindern. So. Müssen wir natürlich mal gucken, dass wir hier dem Führungsduo auch nochmal ein bisschen gefährlich werden. Ja, guck, die fahren einen Bullshit hier zusammen, aber ich komme nicht ran. Und du eierst die ganze Zeit zwischen dem zweiten und dritten Gang. Jetzt fehlt mir so ein bisschen das Quäntchen, aber ich glaube, ich habe es gerade geschafft. Ja, hier in dieser Kurve, da haben die aber einfach nur KI-Probleme. Die Kurve geht halt wirklich gut, normal zu fahren. Jetzt kriege ich einen Krampf im linken Daumen, was mich beim Lenken behindert. So, und wir müssen natürlich hier gucken. Ja, schade, dass auch kein Kadett GSI oder so dabei ist. Das sind so schöne Fahrzeuge gewesen. Kadett GSI, alter Schwede, die Kiste. Die hatte 150 PS.
serienmäßig. Wir haben die Motoren dann früher viel umgebaut in Vectra oder teilweise auch in den Corsa, der dann halt mit 800 Kilo bis zu 180 PS gedrückt hat, was einfach, das ist einfach böse und das ist auch an der ziemlichen Grenze des, ja, des TÜVs, möchte ich mal sagen. Die, hey, wir haben einen neuen Erfolg freigeschaltet, das ist aber sehr schön. Ja, der TÜV hat das gerade noch so abgenommen, immer. Weil dann waren die restlichen Fahrwerkskomponenten meistens schon wirklich am Limit. Aber hier haben wir den Golf GTI mit ein paar Einschusslöchern an der Front ganz gut, glaube ich, ins Ziel gebracht. Ah, herrlich. Haben wir direkt mal hier Level 1 erreicht bei Audi. Bei VW und Level 7 Fahrerstufe. Die Driver-Tar-Synchronisation hat auch gut funktioniert. Und wir sind irgendwo auf Platz 96.000. Die nächste Veranstaltung findet auf dem Yas Marina Circuit auf der Insel Yas statt.